Jedem sollte bewusst sein, dass man, wenn man lange genug im Internet surft, früher oder später, ob gewollt oder ungewollt, auf ziemlich kranke Scheiße treffen wird. Ganz besonders trifft dies zu, wenn man sich auf den sogenannten Schattenseiten des Netzes aufhält. Ich sah schon einiges diesbezüglich, das aber nicht der Rede wert war. Doch diese eine Seite werde ich wohl nie vergessen. normalpornfornormalpeople.com. Das erste Merkwürdige an der Seite war, dass ich sie nicht durchsuchen fand, sondern von einer unbekannten Person per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde. Das ist die E-Mail. Hallo zusammen, finde diese Seite ist sehr schön und dachte, sie könnte dir auch gefallen. normalpornfornormalpeople.com. Leite die Seite weiter, für das Wohl der Menschheit. Sah aus wie ein stinknormaler Kettenbrief. Doch die URL und die letzte Zeile der Mail weckten meine Neugier. Es war ein sehr langweiliger Tag für mich, also checkte ich mein Antivirenprogramm und klickte auf den Link. Die Seite sah sehr schlicht und einfach aus. Sie machte den Eindruck, dass der Ersteller einen Scheiß darauf gab, sie professionell aussehen zu lassen. Der Autor schien sehr schwere Englischkenntnisse zu haben und auf der Startseite war ein langes, langweiliges und zusammenhangloses Geschimpfe, an welches ich mich nicht mehr genau erinnern kann und es auch nicht gespeichert habe. Die Website hatte einen äußerst merkwürdigen Slogan, welcher wie folgt lautete: Normal Porn for Normal People. Eine Website zur Beseitigung abartiger sexueller Neigungen. Nachdem ich den Slogan gelesen hatte, war ich mir nicht mehr ganz sicher, ob ich hier Pornos schauen konnte oder einfach nur über eine Art Eugenikprogramm gestolpert war. Aber nun war ich einmal hier und ich war extrem gespannt zu sehen, wozu sich normale Menschen, einen runterholen. Also scrollte ich auf der Seite nach unten, durch die schlecht geschriebene Hasstirade und nichts. Die Seite schien nirgendwohin zu verlinken und ich wollte sie schon schließen, als ich bemerkte, dass jedes einzelne Wort der Hasstirade ein eigenständiger Hyperlink war. Also klickte ich einen davon an und wurde auf eine weiße Seite mit einer langen Liste von Links in Form von normalpornfornormalpeople.com weitergeleitet. Ich stoppte kurz und fragte mich selbst, ob ich wirklich Gott weiß wie viel Zeit damit verbringen will, irgendwelche Links anzuklicken, durch welche sich mein Computer möglicherweise noch ein Virus einfängt. Ich dachte mir, ich würde es vielleicht 5 Minuten ausprobieren, nur um zu sehen, ob ich vielleicht etwas finden würde. Ich klickte einen der Links an und ich wurde auf eine weiße Seite weitergeleitet. Diese Seite hatte eine andere URL als die letzte. Ich war gerade dabei aufzuhören, als ich auf den dritten Link klickte und ein Video-Download erschien. Es hieß Peanut Avi. Es war ein 30-minütiges Video, das einen Mann, eine Frau und einen Hund in einer Küche zeigt. Die Frau bereitet ein Erdnussbutter-Sandwich zu und der Mann setzt es dem Hund zum Fraß vor. Das war auch schon alles, was in dem Video passiert. Für 30 Minuten. Es war offensichtlich, dass der Kameramann die Dreharbeiten pausierte und warten musste, bis der Hund wieder essen konnte. Am Ende des Videos schien es dem Hund ziemlich schlecht zu sein. Ich weiß, was du dich gerade fragst. Was zur Hölle hat das mit Pornos zu tun? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Ich habe mir etwa mehr als 2 Dutzend Videos von dieser Seite angeschaut. Und die Mehrheit hatte keinen sexuellen Inhalt. Nachdem ich Peanut Avi gesehen hatte, besuchte ich ein bestimmtes Forum, um von meinem Fund zu berichten. So wie ich es immer tat, wenn ich eine derartig kranke Scheiße gefunden hatte. Allerdings hatte bereits jemand ein Thema über diese Seite eröffnet. Jemand, der dieselbe Kettenmail erhalten hatte wie ich. Viele Leute, die nichts Besseres zu tun hatten, als sich durch die Seite zu graben, tummelten sich in diesem Thema und so kam es dazu, dass ich noch weitere Videos sehen konnte. Die meisten der 2 Dutzend Videos waren unauffällig und langweilig und beinhalteten Gespräche zwischen verschiedenen Leuten und dem Kameramann. Statt fand diese ganze Szenerie in einem Raum, der lediglich mit einem Schreibtisch und ein paar wenigen Stühlen eingerichtet war. Ich meine, ganz und gar nichts. Weder an den Wänden, noch in Form von Möbeln. Das ganze Zimmer vermittelte eine sehr kalte und sterile Atmosphäre. Die Gespräche bestanden aus schlechten Scherzen über frühere Jobs oder peinliche Kindheitserinnerungen.
Ich erwartete irgendeine Art von Diskussion über das Gefilmte oder worum es auf der Seite ging, aber wie zu erwarten, nichts. Wenn du dieses Video nicht in dem Zusammenhang sehen würdest, würdest du niemals auf die Idee kommen, dass es irgendetwas mit Pornografie zu tun habe. Allerdings muss ich eine Sache anmerken. Die Leute, die in den Videos zu sehen waren, waren schon recht attraktiv. Wie auch immer, die anderen Videos, deren Inhalt man als sexuell bezeichnen könnte, waren äußerst merkwürdig. Ich werde einige von diesen komischen Videos kurz beschreiben. Wenn du richtig neugierig bist, kannst du ja versuchen, die Videos auf Torrentseiten zu finden. Licked Clean Avi. Ein 10-minütiges Video, welches durch eine versteckte Kamera aufgenommen wurde. Zu sehen ist ein Handwerker, der etwa 2 Minuten lang an einer Waschmaschine herumwerkelt. Als sie repariert ist, spricht der Handwerker kurz mit dem Besitzer und geht dann. Der Besitzer schaut nach, dass der Monteur auch wirklich gegangen ist und beginnt, die Oberfläche der Waschmaschine abzulecken. Dies dauert etwa 7 Minuten. Jimbo Avi, ein 5-minütiges Video, das einen übergewichtigen Pantomimen zeigt, der eine kleine Show vorführt. Eigentlich war es ziemlich witzig, besonders der Teil, wo er vorgibt, einen Stuhl an sich heranzuziehen und dass dieser unter seinem Gewicht zusammenbricht. In den letzten 30 Sekunden tritt eine kurze Kamerastörung auf und dann sieht man, wie der Mann, welcher während er noch das Pantomimen-Outfit und das Make-up trägt, leise schluchzt. Vielleicht irgendein seltsamer Fetisch? Jessica Avi. Ein weiteres 4-minütiges Kameramann-Video. Dieses Mal redet er außerhalb seines Hauses mit einer anderen jungen Frau. Ihr Gesprächsthema sind Kanufahrten. Gelegentlich zoomt die Kamera raus, um die Straßen der Stadt, die hinter ihnen liegen, zu zeigen. Seltsamerweise konnte bisher noch niemand feststellen, wo die Straßen liegen. Vermutungen reichen von überall in Europa, über Australien bis hin zu den Philippinen. Bisher gibt es jedoch noch keine Übereinstimmung mit den in dem Video gezeigten Straßen. Tang Tait Avi. Dieses Video dauert 10 Minuten. In den ersten 5 Minuten macht eine ältere Frau mit einer Schaufensterpuppe rum. Danach gibt es einen Schnitt wie in Jimbo Avi. In der nächsten Szene stehen Dutzende von Schaufensterpuppen um die Kamera herumgedrängt. Die Beleuchtung wurde gedimmt und die ältere Frau ist nirgendwo mehr zu sehen. Von diesem Punkt an gibt es auch keinen Ton mehr. Diana Avi. Ein 4-minütiges Video, in dem der Kameramann mit einer Frau spricht. Jedoch nicht in dem Interviewraum, sondern in einem Zimmer, das man in einem normalen Haus vorfinden würde. Wo sie sind, wird nicht angegeben. Diana spricht in dem Video über das Spielen einer Violine. Offensichtlich spielt sie selbst Violine, aber sie wird immer wieder durch irgendetwas abgelenkt. Ich habe dies nicht mitbekommen, bis mich jemand im Forum darauf hingewiesen hat. Im Spiegel, der im Hintergrund hängt, kann man einen dicken Mann mit Hühnermaske masturbieren sehen. Stumps Avi. In diesem 5-minütigen Video sieht man einen Mann ohne Beine, der versucht, auf einer DDR-Matte Breakdance zu tanzen. Scheinbar wurde das Video in der Küche aus Peanut Avi gedreht. Allerdings scheint diese wesentlich dreckiger zu sein. Im Hintergrund läuft ein Radio, das Musik spielt. Nach 4 Minuten stoppt die Musik, als der Mann vor Erschöpfung zusammenbricht. Er atmet schwer und bittet jemand, der nicht zu sehen ist, ihn in Ruhe zu lassen. Daraufhin wird diese Person schrecklich wütend und brüllt ihn an, weiter zu tanzen, was er schließlich auch tut. Man hört den Mann außerhalb des Bildes schreien, als das Video plötzlich und abrupt endet. Privacy Avi. Die Frau aus Diana Avi masturbiert auf einer Matratze in dem Interviewraum, während der beinlose Mann aus Dumps Avi eine Goblinmaske trägt und auf den Händen umherläuft. Die Tür in diesem Zimmer war in den anderen Videos stets geschlossen. Nun ist sie aber offen. In diesem Video ist das einzige Licht in dem Zimmer, während der Flur komplett dunkel ist. Gegen Ende des Videos kann man dort ein Tier durch den Flur rennen sehen. Und schließlich das letzte Video, was ich gefunden habe. Useless Avi. In diesem Video, das 18 Minuten lang ist, sieht man eine blonde Frau aus einem der vorherigen Interview-Videos auf eine Matratze gefesselt im Interviewraum. Sie versucht zu schreien, aber ihr Mund ist zugeklebt. Nach 7 Minuten öffnet ein Mann im schwarzen Anzug und Maske die Tür, betritt den Raum allerdings nicht.
Er hält die Tür für das Tier, das im vorherigen Video durch den Gang lief, auf. Es stellt sich heraus, dass das Tier ein ausgewachsener Schimpanse, der komplett rasiert und rot bemalt wurde, ist. Der Affe scheint abgehungert und misshandelt worden zu sein. Einige Wunden zieren seinen Rücken und seine Schulter. Nachdem der Schimpanse den Raum betreten hat, schließt der Mann wieder die Tür. Das Tier schnüffelt kurz die Luft, da es vermutlich blind ist, und bemerkt so die gefesselte Frau auf der Matratze. Er verfällt in Raserei und beginnt sie zu zerfleischen. 7 Minuten dauert es, bis die Frau stirbt. Nach ihrem Tod frisst der Affe weiter Fleisch von ihrem Leib, für 4 Minuten, bis das Video endet. Das Thema explodierte förmlich vor Aktivität nach dem Fund dieses Videos und die Leute diskutierten darüber bis spät in die Nacht hinein. Als ich am nächsten Tag wieder das Forum besuchte, war das Thema bereits gelöscht. Ich eröffnete ein neues Thema zu dem Video, wurde dafür jedoch im Forum gebannt. Ich versuchte per E-Mail Kontakt zu dem Typen aufzunehmen, der mir diesen Kettenbrief geschickt hat. Ich schickte ihm 5 Nachrichten und erhielt niemals eine Antwort darauf. Ich versuchte in anderen Foren über die Website zu diskutieren und wurde immer sofort gebannt. NormalPornForNormalPeople.com selbst wurde 3 Tage nach der Entdeckung von Useless Avi gelöscht, vermutlich weil jemand die Behörden einschaltete. Der einzige Beweis, dass diese Seite überhaupt jemals existierte, waren ein paar Screenshots, die Leute aufnahmen, sowie die Videos von der Seite, die einige Leute auf ihrem Rechner speicherten und auf Torrent-Seiten hochluden. Das berühmteste dieser, Useless Avi, fand seinen Weg auf ein paar Gore-Seiten, wo auch immer du sie hochlädst. Alle Videos von NormalPornForNormalPeople.com werden früher oder später wieder gelöscht. Hi Leute, wenn euch meine Creepypasta gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ich freue mich über jeden Like und jeden Kommentar unter meinen Videos. Ihr möchtet immer up to date bleiben und keine Folge verpassen? Dann abonniert mich doch oder folgt mir auf Facebook, wo ihr immer den aktuellen Stand meiner Pastas erfahrt. Zum Abschluss möchte ich mich noch bei den Vertonern und selbstverständlich bei euch Fans für eure tolle Unterstützung bedanken. Danke und noch ganz viel Spaß auf YouTube. Euer Tyrian.